Andis Leidenschaft für den Handball begann eigentlich schon mit 6 Jahren. Und 4 Jahre später sagte er mal zu mir, wenn ich mal erwachsen bin, spiele ich in der Bundesliga Handball. Und wir mussten natürlich ein wenig schmunzeln. Und doch, wenn man ein Ziel vor Augen hat und das dann erreicht, waren wir natürlich sehr, sehr, sehr stolz auf ihn. Andi hatte immer Angst, dass er zu klein war. Und ich musste sicher fast jede Woche einen Strich an die Wand machen, ihn messen, wie groß er jetzt ist. Und wenn er wieder 5 mm gewachsen hat, war das schon wieder ein Erfolg für ihn. Weil er wollte immer diese Mitteposition spielen und sagte mir, wenn ich zu klein bin, dann kann ich das nicht. So, da ist er. Bei seinem ersten Einsatz mit der 2. Andi Schmid, jetzt am Ball. Er war sicherlich ein Spieler mit einem unglaublichen Talent, der in Dänemark schon bewiesen hatte, was er drauf hat. Wir hatten, glaube ich, das erste Spiel damals in Baling. Ich bin da irgendwo gelandet, wo ich nicht genau wusste, was ich hier eigentlich mache am Anfang. Was, glaube ich, nicht alle wissen, Ola Lindgren hatte Andi damals die ganze Vorbereitung und auch in dem ersten Spiel in Baling im Innenblock auch spielen lassen in der Abwehr. Was auf die heutige Sicht wie ein schlechter Witz fast wirkt, aber so war es damals. Dass ich im Innenblock eine Fehlbesetzung war, das kann ich bestätigen. Andi Schmid kam als Riesentalent zu den Rhein-Neckar Löwen. Kam natürlich mit Vorschusslorbeeren aus Dänemark. Nur sportlich lief es bei ihm zu Beginn noch nicht so rund. Nach der ersten Saison habe ich mir wirklich gesagt, jetzt noch eine Chance. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich irgendwie einen anderen Weg finden. Dann wäre ich wahrscheinlich wieder in der Schweiz gelandet. Ich weiß noch wie heute, dass wir unseren Spaziergang gemacht haben. Er sagt, Gänse, ich kann viel mehr als das, was ich bislang zeige und so weiter. Und ich sage, ja, ich weiß, aber irgendwie hat das zu diesem Zeitpunkt noch nicht so auf die Platte bringen können. In diesem Sport ist viel, viel vom Vertrauen, viel vom Selbstverständnis abhängig. Ob man performen kann, und das habe ich dann geschafft. Und dass dann 12 Jahre draus wurden, hätte ich dann damals nicht gedacht, aber ist ja umso schöner. Vor der Saison 2012 bis 2013 habe ich Andi die Aufgabe gegeben, der Spielmacher-Chef der Rhein-Neckar Löwen zu werden. Das ist eine Riesenaufgabe. Er hat dann überragend gespielt und hat sich entwickelt zum am besten Spielmacher der Welt. So gab es nochmal ein Erlebnis, ein Spiel für mich, das mir in Erinnerung bleibt. Da haben wir zu Hause gegen die Füchse gespielt. Und da hat Andi dann für mich geschafft, auch so ein richtiger Leader zu sein und auch emotional das Publikum mitzunehmen und hat uns da in einem ganz engen Spiel zum Sieg geführt. Ich glaube, das wird es nie mehr geben, dass zwei Mannschaften sich so duellieren, dass es im Endeffekt wirklich um jedes Tor darauf ankommt. Vor dem Spiel weiß ich noch, wie wir in die Halle kamen, und die Originalmeisterschale war da bereit für uns. Das Duplikat war in Kiel. THW Kiel ist Meister. Sie dürfen feiern, sie haben es geschafft. Der THW Kiel hat die 19. Meisterschaft. Das war immer noch der härteste Tag für mich in meinem Handballleben. Ich glaube, für fast alle, die dabei waren, war es der härteste Tag, obwohl man eine Mega-Saison gespielt hat in der Rückrunde, alle Spiele, glaube ich, sogar gewonnen hatte. Seit Februar war es der härteste Tag immer noch. Nach dem Spiel bin ich im Bus reingekommen, habe Alexander Pettersson gesehen, der weinend da vor mir saß. Ein traumatisches Erlebnis, aber es hat uns als Team
auch noch mal viel enger zusammengeschweißt und wir wüssten alle, dass wir in jedem Spiel Vollgas gehen müssen und jedes Spiel so hoch wie möglich gewinnen wollen, dass jeder kleine Fehler im Endeffekt, so wie es dann auch war, die Meisterschaft kosten kann. Unfassbar hart, aber hat uns im Nachgang auch für die nächsten Jahre sicher geholfen. Er muss jetzt seine erste Bewährungsprobe hier bestehen in der SAP Arena in Mannheim. Der neue Trainer der Löwen, Nikolai Jakobsen. Wo ich erstes Mal kam, hast du mir in die Augen geschaut und hast gesagt, Nico, du musst mir versprechen, dass wir deutsche Meister wird einmal. Der Schlüssel für ihren Erfolg ist Andi Schmid. Er ist noch nicht angekommen. Andi Schmid. Ne, da geht nichts. Dass sie dieses Spiel hier verlieren, das hatten sie nicht auf dem Zettel. Gerade mit all der Zeit, die sie hatten, zu regenerieren. Jetzt ist Schluss. War das heute schon die Vorentscheidung um die deutsche Meisterschaft? Ja. Ist mehr als ein Mitspieler, ist ein extrem guter Freund geworden. Er war auch für mich einer der besten Kreisläufer der Welt. Eine gute Persönlichkeit, obwohl ab und zu war es mühsam mit ihm. Wenn wir ein Spiel verloren haben, dann konnte man etwa 48 Stunden nicht mehr mit ihm sprechen. Er hat sich dann meistens zurückgezogen und hat auf seinem Handy Schach gespielt. Und deswegen war es manchmal auch mühsam, aber es war schon ein Einschneidermoment, als Bjarte uns verlassen hat. Unsere zwei Söhne, Rasmus und Leo, die sind ja fast wie Brüder aufgezogen. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du auch wie ein Bruder für mich bist. Man hat trotzdem gespürt, dass es so ein bisschen drin war in die Mannschaft, dass man eine Meisterschaft mit zwei Toren verloren hat. Und ich glaube, wenn sowas passiert, ist das natürlich, dass man sagt, auch sowas wird man auf jeden Fall nie wieder verlieren. Und das hat man auch gespürt, dass es saß tief drin in alle, die dabei waren. Und das hat natürlich auch uns, der als Neuspieler kam, geprägt. Ich bin ja der erste Meisterschaftssaison da gekommen und es war schon der Druck und ein Stress, das man gespürt hat. Jetzt müssen die Löwen das schaffen. Andi Schmid spielt in einer überragenden Form. Jetzt muss Schmid rein. Was kann er machen? Der rennt ihn! Andi Schmid. Und jetzt ist es passiert. Die Rhein-Neckar-Löwen sind zum ersten so ein Befreiungsschlag für uns, so diesen Fluch zu besiegen. Dieser Tag ist für den ganzen Verein unbezahlbar. Der zweite Titel kann ich mich richtig gut erinnern an einerseits das Spiel in Flensburg zuerst, wo ich weiß, als wir in die Halle kamen und die Halle war bereits voll und Flensburg hatte so den Willen, uns zu besiegen und den deutschen Meistertitel nach Flensburg zu holen. Das war vielleicht von uns als Mannschaft oder generell in meiner Karriere vielleicht das reifste Spiel von einer Mannschaft, wo ich jemals drin gespielt habe. Wirft selbst an die Schmied! Das muss es sein für die Löwen! Lauge, es ist gelaufen! Ja, na klar trifft Andi Schmid die Entscheidung und natürlich ist Barena die erste Option. Das ist so gut gemacht. Er ist für mich der beste Offensivspieler der Liga, Andi Schmid. Eben wie Nikolai mir so, ich glaube so 10 Minuten vor Ende des Spiels mich so hier unten zur Seite nimmt und während dem Spiel und sagt, morgen fliegen wir nach Mallorca. Also das werde ich nicht vergessen. Ich habe natürlich gedacht, was labert der jetzt? Es geht noch 10 Minuten, aber wir waren, ich glaube, schon mit 10 Toren vorne.
sehen, das sind die Rhein-Neckar Löwen. Für mich war es immer an der einen meine schwerste Gegner mit seinen Schlagwürfen, die immer so versteckt sind, der so clever ist. Man sieht das auch bei seiner Art und Weise, wie schlau und wie viele auch seine Mitspieler integriert. Ne? Das ist ja eine Playmaker, die auch die Voraussetzung hat, die kann selber werfen, kann selber 1 gegen 1 gehen. Ja, an die Spiel macht besonders, dass er sich ganz viele Gedanken schon vorm Spiel über Spielsituationen macht, dass er viel schon vorher eigentlich vorhersieht, wie es dann tatsächlich auch im Spiel so vonstatten geht. Hat eigentlich fast mit jedem Spieler auf dem Spielfeld irgendwie ein kleines Zeichen, ein kleines Wort, wo jeder weiß oder wo beide dann wissen, okay, jetzt kommt dieser Pass, jetzt muss ich so laufen. Und das sind so Sachen, die ich in dieser Konsequenz von wenigen Spielern bisher erlebt habe. Ich bin wirklich froh, dass du endlich abhaust, dass du die Liga verlässt, dass du mir nicht mehr weiter auf den Sack gehst, dass du mir nicht mehr weiter Schlaf raubst, weil ich habe Stunden am Computer gesessen und versucht, nur dich zu analysieren, weil du natürlich Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Spiels bei den Löwen warst. Und dieses Ganze hier am Ohr ziehen, am Augen hier, am Trikot, an der Hose und mit Füßen auf dem Boden. Und ja, ich habe es bis heute nicht verstanden. Du hast es sehr, sehr gut gemacht. Du warst einer, der immer es geschafft hat, sich zu verstecken, nicht deutlich zu zeigen, was gespielt wird. Kemper konnte man nicht sehen. Du hast wirklich sehr, sehr kreativ mit deinen Mitspielern kommuniziert. Das war unglaublich schwer. Das Schwere für die Gegenspieler war eigentlich immer, dass du nie wusstest, was hat er gerade vor. Wo kommt der Pass, wann kommt der Pass? Das war ja immer unheimlich schwierig für unsere Gegenspieler, das auszurechnen, beziehungsweise Andi da einzuschätzen. Das ist ein Riesendruck und ein Riesenstress auch. Im Pokal möchten wir auch sehr gerne nach Hamburg fahren. Ich bin guten Mutes, dass wir auch dieses Jahr diesen Fluch eigentlich besiegen könnten. Moin, moin aus Hamburg. Das erste Halbfinale lautet SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Die zum 11. Mal dabei sind. Den Pokal haben sie allerdings noch nie gewinnen können. Des Rewe Final Four in Hamburg. Moin, moin. Ich glaube, bei den Rhein-Neckar-Löwen war im Vorhinein nur die Frage, können sie diesen Pokalfluch besiegen mental? Und das haben sie eindrucksvoll gegen Magdeburg unter Beweis gestellt. Nikolai scheißt mich zwar 90% zusammen, aber heute hat er eine Pause mich in den Arm genommen und haben mir gesagt, wir brauchen dich. Und da hat er einmal mehr eigentlich die richtigen Worte gefunden in der Halbzeit. Da ist er. Das erste Tor von Andi Schmid. Und was für ein Sahnestück. Oh, Andi Schmid. Schmid. Ja, der nächste Fluch besiegt, das war für mich persönlich auch das erste Mal, dass wir ein Halbfinale gewonnen haben in Hamburg. Ja, diesen Pokal zu gewinnen mit so vielen Fans im Rücken, es war irgendwie eine Freude einerseits, aber andererseits war es auch so mehr so eine Erleichterung. Es braucht von A bis Z, im ganzen Verein braucht es irgendwo eine Hingabe und einen Willen, einen Ehrgeiz, teilweise Besessenheit, um solche Erfolge feiern zu können. Und die Halle zählt mit. Gewartet.
Nikola Jakobsen, jetzt ist es soweit. Der letzte Vorhang fällt in Ihre SAP-Arena hier vor vollem Haus. Welche Emotionen durchleben Sie jetzt schon? Ich versuche, Fokus auf dem Spiel zu halten, aber das ist nicht einfach. Ich hoffe, dass es wieder einen schönen Abend, aber natürlich auch ein trauriger Abend für mich. Nikolai hat mich 2009 nach Dänemark geholt, hat mich dann zum dänischen Verein geholt und dann ist der Kontakt eigentlich nie abgebrochen. Nico ist für mich einerseits der weltbeste Trainer, andererseits ist er einfach ein guter Freund geworden und ich habe mit ihm ein extrem enges Verhältnis. Habe schon gewusst, dass das ein einschneidender Moment wird für mich persönlich wie auch für den Verein. Eingenommen hat, noch mehr Aufgaben drumherum um die Mannschaft übernommen hat, was ihn manchmal vielleicht ein bisschen genervt hat, aber trotzdem konnte man da sehen, dass er auch noch mal lauter war in der Kabine, noch mal mehr Dinge auch angesprochen hat. Fünfmal war der Schweizer Andi Schmid wertvollster Spieler der Handball-Bundesliga, zweimal Meister und Pokalsieger, vielleicht der beste Mittelmann der Welt in den letzten Jahren. Ja, Andi ist sicherlich sowohl als Mensch als auch als Sportler eine ganz besondere Persönlichkeit. Wir haben in ihm jemanden gehabt, den man sich als Verein nur wünschen kann, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Dass du natürlich ein Ausnahmesportler bist, ist ganz klar. Also jemand, der die Bundesliga so prägt wie du, der so dominant spielt über fast 10 Jahre, der sich nach Schwierigkeiten in der Bundesliga so dominant entwickelt hat, ist natürlich ein Ausnahmeathlet und ist ein großes Vorbild für alle Handballer, die den Traum haben, in der Bundesliga zu spielen. Gegen Andi war das immer so schwer zu verteidigen, weil er einfach alles kann. Wurftechnisch sowohl als spielerisch, er hat die Schnelligkeit und er hat immer einen guten Blick. Einmal abgesehen von dem, was er für uns auf der Platte gebracht hat, wie er so viel Freude in die Gesichter der Zuschauer gebracht hat und so oft wir da gestanden haben mit dem offenen Mund und gedacht hat, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Ja? Also das ist ja so die eine Seite, aber eigentlich hat er ja gefühlt phasenweise 24 Stunden am Tag über die Löwen nachgedacht. Das, was mich bei dir am meisten beeindruckt hat, ist, wie so ein Typ in der entscheidenden Phase des Spiels, in den wichtigsten Spielen, in den wichtigsten Momenten da ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die wichtigen Tore zu machen. Und das ist dann einfach deine handballerische Qualität. Ja. Der macht jetzt, was er will. Augen zu, einfach drauf. Drin ist der Ball. Andi Schmid, Treffer Nummer 12. Man kann natürlich jetzt über den Handballer Andi Schmid sprechen. Ich glaube, das weiß aber jeder, darüber muss ich nicht reden. Als Persönlichkeit für die Löwen, also einer der Spieler, der diese Mannschaft geprägt hat, der mit dieser Mannschaft Titel gewonnen hat, als absoluter Anführer, als Playmaker, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch nebendran. Leistung brauchen. Das gibt es doch nicht! Andi Schmid. Es gelingt jetzt alles. Treffer Nummer 14. Ich glaube, wir können mit Recht sagen, du warst einer der besten Offensivspieler, die es je in der Liga gegeben hat. Du hast ja nicht nur als Sportler geglänzt, sondern vor allem auch als führungsstarker Mensch mit einer großen Empathie, mit viel Sympathie und nicht nur bei den Rhein-Neckar-Löwen,
sondern der gesamten Liga werden wir dich vermissen. Wir drücken auf jeden Fall alle die Daumen und hoffen, dich bald wieder auch bei uns in Deutschland hier wiederzusehen. Alles Gute. Für dein wahrscheinlich letztes Jahr als Profi in der Schweiz wünsche ich dir alles Gute, dass die Schweizer dich nicht allzu sehr vermöbeln in der Liga. Du weißt natürlich, jetzt kommt der MVP aus Deutschland und ich hoffe, dass die Schiris ein bisschen auf dich gucken und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Lieber Andi, du weißt, dass wir dir alle von ganzem Herzen nur das Beste wünschen in der Schweiz, dass du glücklich wirst, dass du da dein privates Glück auch weiterhin findest. Mr. MVP. Lieber André Schmidt, das hier ist nicht Tschüss, das hier ist Auf Wiedersehen. Freue mich. Das war mir eine riesige Ehre, zusammen mit dir zu spielen. Erstmal finde ich, bist du menschlich ein Riesentyp. Ich mag dich sehr und ich wünsche dir alles, alles Gute. Genieß die letzte Zeit in der Schweiz. Mach alle Trainer dort verrückt. Spiel mit dem Kreis über 60 Minuten. Rückraum links, Rückraum rechts. Kannst du alles ignorieren. Mach's komplett alleine. Und wenn du das gemacht hast und die Schweiz nochmal richtig dominiert hast, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir uns in der Bundesliga sehen. Weil ich glaube, du wirst ein super Trainer. Du bringst alles mit, was man braucht. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, auch für Therese, Leo und Levi. Ich danke dir für viele gemeinsame Jahre, für viele schöne Jahre, für viele Gespräche. Ich bin wirklich sehr dankbar, mit dir so einen guten Freund gefunden zu haben und freue mich weiter auf viele schöne Jahre mit dir zusammen. Andi, mein Freund, ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich und stolz über die Zeit, die wir hier gemeinsam bei den Löwen verbringen durften. Es ist eine besondere Beziehung gewachsen. Ich hoffe, die wird nicht abbrechen und ich freue mich schon auf die Einladung auf deine Dachterrasse mit Blick über den See in Luzern. Ich wünsche dir und deiner lieben Familie alles, alles Gute. Liebe Grüße an alle aus Bad Kapalanka, euer Jarko. Du wirst Rhein-Neckar-Löwen verlassen. Ich glaube, eine riesen Ära geht zu Ende. Ich glaube, wir werden dich extrem vermissen in der Bundesliga. Und ich freue mich natürlich auch, dich gleich wieder zu sehen in der Nationalmannschaft. Andi, ich werde dich unfassbar vermissen, mein Freund. Und hoffe, du lässt dich oft genug bei uns blicken, bei deinen Rhein-Neckar-Löwen. Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Das hast du mehr als viele anderen verdient, nach so vielen unfassbaren Jahren in die Bundesliga. Und ich werde dich riesig vermissen als Spieler. Aber ich hoffe, wenn ich auch irgendwann fertig ist, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr treffen können. So, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Ich wünsche dir, dass du bleibst gesund. Dir und deine Familie alles Gute in deiner Heimat. Ich wünsche dir in Luzern, in deiner Heimatstadt, alles Gute. Ich hoffe, unsere Wege werden sich mal kreuzen. Ich wünsche dir, Andi, und deine Familie alles Gute für die Zukunft. Es ist einmalig, dass man solche Sachen hört von langjährigen Gegenspielern oder Trainern. Deswegen, vielen lieben Dank und ich kann diese Worte auch nur zurückgeben. Also, ich habe sehr viele Leute kennengelernt in diesen 12 Jahren, die harte Gegner waren, aber irgendwo durch, dass man sich respektvoll und freundschaftlich auch neben dem Feld begegnet. Und das, deswegen liebe ich diesen Sport und werde ich diesen Sport immer lieben. Als Spieler werde ich dich immer zutiefst respektieren und bewundern, aber als Freund viel, viel mehr. Ich freue mich, dass wir viel Zeit haben zusammen. Ich bin unglaublich stolz auf dich, was du geleistet hast im Sport in den letzten Jahren. Du bist ja zu zweit ins Sauerstand gezogen und zu fünft kommst du jetzt zurück. Wir freuen uns extrem auf dich, auf die ganze Familie und wir hätten dich fest gern. Wir hätten dich ganz fest gern. Papa, wenn ihr immer gewinnt, dann bin ich stolz auf euch, weil ihr zusammen als Team arbeitet. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich als Papa habe. Wir lieben dich und sind fest stolz. Ich lebe diesen Verein. Ich werde die Löwen immer in mir tragen, werde die Löwen immer verfolgen, werde auch logischerweise ab und an hier in der SAP Arena aufkreuzen. Für mich sind die Löwen natürlich der Verein hier in Deutschland.